Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du bei diesem Test-Skype-Call dabei gewesen bist. Und ja, ich setze es in Anführungsstrichen, denn du merkst ja, ich habe mit niemandem telefoniert. Der Einstieg sollte dir sofort aufzeigen, das ist die Skype-Oberfläche. Das ist das Bild, was ich meinem Gegenüber präsentieren kann. Und dieses Bild kommt nicht aus der integrierten Webcam, sondern direkt aus einer Canon EOS DSLR. Hier ist es gerade die 6D. Es kann natürlich auch eine andere Kamera von Canon sein. Und natürlich hast du so ein Video schon mal auf meinem Kanal gesehen. Damals ging es um Canon EOS Webcam Utility Beta. Heute geht es um die Vollversion. Und da in letzter Zeit ganz, ganz viele Nachfragen kamen, welche Kameras sind denn nun endlich kompatibel mit der Software? Gibt es endlich eine Vollversion? Und auf welcher Seite kann ich diese Software herunterladen? Ist genau dieses Video da. Heute dreht es sich also nochmal um Canon EOS Webcam Utility, aber nicht Beta, sondern die Vollversion. Ich muss ja schon dazu sagen, ich habe echt überlegt, ob ich jetzt nochmal ein weiteres Video über Canon Webcam Utility drehe und dachte mir dann am Ende aber so, klar, warum eigentlich nicht? Neues Video, quasi ein Update zum alten Video, ist sicherlich besser, als stetig dann immer wieder in den Kommentaren zu lesen, auf welcher Seite kann ich es herunterladen, welche Kameras sind enthalten und so weiter und so fort. Deshalb genau dieses Video und der Start ist natürlich, auf welcher Plattform bzw. auf welcher Seite kann ich denn die Software herunterladen? Und ich habe die Seite auch schon mal aufgerufen. Also canon.de/kamera/EOS-Webcam-Utility. Dann kommen wir schon auf die Seite, die sehr, sehr interessant für uns ist. Natürlich gibt es hier noch ein, zwei Informationen, die man lesen kann. Und dann geht es auch schon los. Du kannst die Software für Windows und für deinen Mac herunterladen, was sehr, sehr gut ist. Das gab es ganz am Anfang noch nicht. Inzwischen ist es wirklich so, dass du die Software für Windows und für Mac nutzen kannst. Und das heißt also auch, bevor ich jetzt weiter runter scrolle, klicke ich erstmal auf Download für Windows und gebe dann meine Daten ein. Also was heißt meine Daten? Aber ich muss kurz meinen Vornamen, meinen Nachnamen und meine E-Mail-Adresse eingeben. Dann bestätige ich das Ganze durch den Klick auf Senden. Bestätigst du, dass du mit der Datenschutzerklärung einverstanden bist. Klicke auf Senden. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann kannst du sofort die Software herunterladen. Die Software sollte völlig klar sein, installierst du wie jede andere Software auch. Das heißt also, du rufst die Exe bzw. die DMG-Datei auf und führst dann das aus, was dir das Programm vorgibt, damit du den Prozess beenden kannst. Ein Tipp auf jeden Fall, der ganz, ganz wichtig ist, solltest du schon die Beta-Version von EOS Webcam Utility auf deinem Rechner haben, egal ob auf deinem Mac oder deinem Windows-PC, dann musst du diese Software definitiv vorher nochmal deinstallieren, um dann die allerneueste Version zu installieren. Ganz, ganz wichtig, weil es kann sein, dass sich die beiden Softwares kurzum bekriegen, könnte man sagen, und dadurch wird dann keine Funktion hergestellt, dass du deine Canon-Kamera als Webcam nutzen kannst. Also ganz, ganz wichtig, vorher die alte Software deinstallieren, um dann die neue Software zu installieren. Aber sicherlich ist es viel, viel wichtiger für dich, ist meine Kamera dann auch kompatibel mit dem Programm? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt natürlich eine große Auswahl an Kameras, die du mit dem Programm ansteuern kannst, aber darunter wird vielleicht nicht unbedingt deine eigene Kamera dabei sein. Du bekommst auf jeden Fall die Auswahl zwischen DSLR, DSLM und PowerShot-Kameras. Ja, am Ende sind es nur drei PowerShot-Kameras, aber immerhin kann man mit der Webcam Utility Software auch PowerShot-Kameras ansteuern. Um mal einen kurzen Überblick von den Kameras zu bekommen, habe ich hier natürlich auch die Seite weiter nach unten gescrollt. Du siehst also die 1D X Mark III, 2, 1, dann die 1DC, 5DSR, 5DS, 5D Mark IV, 5D Mark III, 6D Mark II, 6D, 7 Mark II, 7D, 90D, 80D, 77D, 70D, 60D, 850D, 800, 760, 750, 700, 600. 600D vor allen Dingen finde ich richtig gut. Die gute alte 600D, meine erste Spiegelreflexkamera, die wird auch noch unterstützt. Das finde ich richtig toll. 250, 200, 100, 2000, 1300, 1200, 1100, 4000D, R5, R6, RA, R, RP, M6 Mark II, M50, M200 und zu guter Letzt die PowerShot-Kameras G5 X Mark II, G7 X Mark III und die SX70 HS. Das heißt also wirklich eine große Anzahl an Kameras sind hier schon mit der Software kompatibel. Ob man
dann vielleicht deine PowerShot, wie auch immer sie heißen mag, damit ansteuern kann, solltest du ausprobieren. Also in meinen Augen heißt das nicht unbedingt, nur weil diese Kameras jetzt hier abgebildet sind bzw. aufgelistet sind, sind das die einzigen Kameras, die damit funktionieren. Es kann auch gut möglich sein, dass du trotzdem deine 550D oder vielleicht eine PowerShot ansteuern kannst und dann mit Webcam Utility arbeitest. Möglich ist alles, aber ich kann es nicht voraussehen, deshalb einfach mal gegenchecken, ausprobieren. Du bezahlst dafür das Programm nicht. Du lädst es einfach kostenlos runter, installierst es und kannst dann mit Skype, mit Zoom oder mit irgendeinem anderen Programm, welches deine interne Webcam an deinem Mac, an deinem Windows-PC ansteuert, auf deine Canon-Kamera zugreifen. Um das Ganze nochmal zu demonstrieren, habe ich, wie du siehst, Skype schon aufgerufen. Ein wunderbares, klares Bild. Unschärfe, Schärfe, schöner kann es also nicht sein. Das würdest du deinem Gegenüber aufzeigen können und er würde sich so denken, boah, krass, wie hast du das denn gemacht? Was du dafür benötigst, ist ja ziemlich simpel. Eine kompatible Kamera, also die mit der Software kompatibel ist. Auflistung haben wir gerade gesehen, ist aber auch gut möglich, dass vielleicht keine aufgelistete Canon-Kamera trotz alledem damit funktioniert. Deshalb ausprobieren. Dann benötigst du ein USB-Datenübertragungskabel, ganz, ganz wichtig. Weil es kann sein, dass du vielleicht ein ähnliches Kabel zu Hause hast, schließt es an den USB-Port deiner Kamera und dann an den USB-Port deines Rechners an und es passiert nichts. Ist mir auch passiert, daraufhin das Kabel gewechselt und beim Windows-Rechner ertönt ja grundsätzlich ein Geräusch, wenn du ein neues Gerät per USB anschließt und zeigt dir auf, dass du das neue Gerät verwenden kannst. Dann wichtig, EOS Webcam Utility, die Software. Die muss selbstverständlich installiert sein, wie vorhin auch schon im Tipp gesagt, vorher, falls du die Beta-Version drauf gehabt hast, die erst deinstallieren, um dann die Vollversion zu installieren. Und danach rufst du dann Skype, Zoom oder was auch immer auf, wählst anstatt deiner integrierten Webcam deine Canon-Kamera aus, also EOS Webcam Utility. Dann wird das Signal deiner Kamera direkt auf deinem Bildschirm projiziert und der Gegenüber sieht auch genau dieses Bild. Also schöner kann es wirklich nicht sein und einfacher geht es auch nicht. Nichts bezahlt und trotzdem eine super Webcam, die es sich lohnt zu zeigen. Ach, und bevor ich es vergesse, ein weiterer wichtiger Tipp. Es ist abhängig, welche Canon-Kamera du benutzt. Bedeutet also, du kannst bei einigen Kameras schon im manuellen Modus das Signal an dein Skype, Zoom, wie auch immer senden. Oder aber halt nur im Filmmodus, also im Videomodus. Bei der 6D hier zum Beispiel ist es gerade egal, ob ich im manuellen oder im Filmmodus bin. Das Signal wird trotzdem durchgestellt. Und wenn du so ein Bild haben willst, das hinten Unschärfe und vorne die Schärfe liegt, dann sind natürlich auch die Einstellungen wichtig. Heißt also, du musst selber entscheiden, welche Blende, welche Verschlusszeit und welchen ISO-Wert du einstellst, um dann dein perfektes Bild zu erhalten. Hier beispielsweise sind wir jetzt bei Blende 2.2, ISO-Wert 500 und eine Verschlusszeit von 1/100. Das ist gerade in der Situation ganz, ganz nice. Es kann aber auch in deiner Situation natürlich was ganz anderes sein. Um jetzt aber nochmal den Vergleich zu haben, dass dieses Bild ein wunderbares Bild ist und ich jetzt hier kurz mal die integrierte Webcam aufrufe und ich sage dir jetzt schon, dieses Bild gefällt dir nicht und dieses Bild gefällt mir nicht, aber ich muss es dir aufzeigen. Du musst es einfach sehen mit eigenen Augen, dass das Bild echt nicht so toll ist. Und das ist das Bild der integrierten Kamera. Ich feiere es nicht. Also es ist sehr christlich, sehr rauschig. Das Programm entscheidet selber, dass ich hier nochmal so, ich sag mal, so einen gewissen Filter drauf habe, so ein bisschen Schärfe und so weiter und so fort. Natürlich ist das Bild auch riesengroß. Also du siehst schon, ich kann jetzt hier wie auch immer über den Bildschirm entscheiden, welchen Ausschnitt ich haben will. Aber ganz ehrlich, das Bild gefällt mir einfach nicht. Es ist nicht meins. Ich feiere es nicht. Deswegen ist es wirklich so einfach, Canon EOS Webcam Utility zu nutzen. Also wirklich ein wunderbares Programm, mit dem du definitiv viel, viel schönere Livestreams, Zoom-Calls, Skype-Calls oder was auch immer vollbringen kannst. Ich hoffe, dass ich in diesem Video den Großteil aller Fragen beantwortet habe. Im Gegensatz zum letzten Video, da wurde nämlich auch schon gesagt, bei ein, zwei Kommentaren, ja, du hast die eine oder andere Sache vergessen zu sagen. Diesmal sollte alles drin sein. Also das Update-Video zu EOS Webcam Utility dürfte definitiv besser sein, wobei es auch länger geworden ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat und ich dir weiterhelfen konnte, dass du jetzt einen besseren Livestream, einen besseren Skype,
Zoom-Call, wie auch immer, also am besten Video-Call machen kannst, um dein Gegenüber zu zeigen, so schön kann es aussehen und so kann ich dann halt auch meine Podcasts, Videopodcasts, wie auch immer aufnehmen. Macht alles viel, viel schöner, ist alles viel, viel besser und kostet einfach mal nichts. Also deine vorhandene Kamera nutzen, ein USB-Kabel, eine kostenlose Software herunterladen, fertig ist der Lack. So, dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen da oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, wie einfach es geht, aus deiner Canon DSLR, Canon DSLM oder Canon PowerShot eine Webcam zu machen. Dann gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Was auch immer. Wir sehen uns zunächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.